Am 30. Januar war es wieder soweit. Zum sechsten Mal fand in der EWE Sport- und Mehrzweckhalle die Fürstenwalder Ausbildungsbörse statt. Rund 80 Betriebe der Region EC präsentierten sich mit einem Stand für die ausbildungswillige Jugend. Hier hatte man nicht nur die Möglichkeit, sich das nötige Informationsmaterial zu besorgen, sondern vor allem einen direkten Kontakt zum potenziellen Arbeitgeber herzustellen. Genau das Richtige für alle Besucher, die offen und kontaktfreudig sind. Und die Auswahl ist groß. Vom Handwerksberuf bis zum Bürojob ist alles vertreten. Die Ausbildungsbörse soll hierfür als Orientierungshilfe dienen. Herr Hengst, sechste Fürstenwalder Ausbildungsbörse. Wer ist denn heute alles vertreten und welche Intention steckt dahinter? Man kann sie gar nicht alle aufzählen, aber alle namhaften Unternehmen der Region, vom kleinen Handwerksbetrieb bis hin zum Großunternehmen, ob Pneumann Reifenwerk, ob E&Edis, ob Sparkasse, hier ist alles vertreten. Aber eben, wie gesagt, auch der Schlossereibetrieb von nebenan oder die Arbeitsagentur natürlich, also alle, die auch beruflich sozusagen mit Ausbildung zu tun haben, Vertreter der Schulen, also die gesamte Palette, kann man sagen. Und dann ist gewünscht, dass junge Leute sich informieren, oder für was ist die Ausbildungsbörse heute gedacht? Ja, als wir die erste Ausbildungsbörse gemacht haben, hatten wir noch den Ansatz, jungen Leuten Möglichkeiten zu zeigen, was sie für Ausbildungsberufe in der Region ergreifen können. Innerhalb der 6 Jahre hat sich das Profil fast gedreht. Heute wollen die Unternehmen zeigen, was sie doch an Ausbildungsberufe anbieten, um die Jugendlichen in der Region zu halten. Thema Fachkräftesicherung. Heute merken die Unternehmen, es werden immer weniger. Wir müssen uns kümmern. Vor 6 Jahren mussten sich die Jugendlichen kümmern. Also heute genau umgekehrt. Insofern haben wir auch eine unheimlich tolle Resonanz, auch von den Ausstellern hier. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es denn mit der Rückmeldung aus? Gibt es denn auch junge Leute, die tatsächlich hier einen Ausbildungsplatz gefunden haben? Ja. Die gibt es tatsächlich. Wir halten das ja immer nach. Wir haben einen Ausbildungskatalog, in dem man sich ja schon im Vorfeld über die verschiedenen Ausbildungsberufe informieren kann. Steht übrigens auch im Internet. Und es werden tatsächlich hier auch vereinzelt Verträge gemacht. In der Regel natürlich noch nicht, sondern da spricht man miteinander, gibt Bewerbungsunterlagen ab, wird eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Aber im Einzelfall gibt es auch konkrete Unterschriften schon unter Ausbildungsverträge. Dann vielen Dank für das Interview. Bitte. Circa 1500 junge Leute erlebten regionale Vielfalt und lokale Potenziale. Denn wer denkt, für eine gute Ausbildung gleich wegziehen zu müssen, der irrt gewaltig. So wartet der geeignete Ausbildungsplatz manchmal schon direkt vor der eigenen Haustür. Wichtig ist für uns, den jungen Leuten zu zeigen, dass man hier vor Ort was finden kann, welche Unternehmen es hier gibt und welche spannenden Berufe es hier auch gibt. Also viele wissen gar nicht, was hier alles los ist und was man machen kann. Und wir wollen ihnen einfach zeigen, wie gut es bei uns ist und wie gut die Region ist. Gibt es denn schon Resonanzen von den letzten Jahren? Immerhin ist es ja schon die 6. Ausbildungsbörse am Stück. Hat man schon Resonanz von Unternehmen oder von jungen Leuten, die vielleicht sogar dadurch einen Ausbildungsplatz gefunden haben? Ja, sogar erstaunlich viel. Also in den vergangenen Jahren kann man sagen, dass rund die Hälfte im Anschluss der Ausbildungsbörse einen Ausbildungsvertrag abschließen konnten oder mehrere sogar. Also wir sind sehr stolz darauf. Auch die Sparkasse Landkreis Oder-Spree sucht aktiv den Nachwuchs für den Geschäftsbetrieb. Wir suchen unsere Nachwuchskräfte für den Beruf Bankkaufmann, Bankkauffrau, bieten Ausbildungsplätze an, Einstieg auch über Praktikum ist bei uns dann möglich, um tatsächlich dann für den Ausbildungsbeginn August 2013 oder aber auch dann im Jahr 2014 geeignete Kandidaten oder überhaupt erstmal Interessenten zu gewinnen. Sind Sie das erste Mal bei der Ausbildungsbörse dabei oder schon öfter? Nein, wir sind jetzt so lange dabei, wie es die Ausbildungsbörse gibt. Ich finde auch von Jahr zu Jahr wird das auch besser angenommen, beziehungsweise auch von der Organisation läuft es super. Wir sind gut vorbereitet, die Aussteller werden gut versorgt, der Stand ist optimal dann immer aufgestellt, die einzelnen Wünsche werden berücksichtigt und auch von den Teilnehmern her hat sich die Messe hier in der Region etabliert. Wie sieht denn Ihr Traum-Azubi aus? Also was müsste der Traum-Azubi mitbringen, dass Sie sagen, top? Wichtig für mich ist, dass er für den Beruf brennt. Dass er sagt, mir ist es wichtig, ich möchte fachlich alles lernen, was dazugehört. Ich interessiere mich für die Dinge, die in der Finanzbranche passieren, um auch zu verstehen, wie hängen Dinge zusammen. Dass er Interesse hat, sich mit den Menschen dann auseinanderzusetzen und mit seiner Arbeit dann wirklich einen Dienst für den Menschen erbringt, um ihn in finanziellen Situationen tatsächlich auch aufklären zu können, Hilfestellung geben zu können. Denn Finanzen begleiten einen das ganze Leben lang. Und je nachdem, in welcher Situation sich jemand dann befindet, braucht er uns.
Und vielleicht noch abschließend ein Tipp von Ihnen für alle, die sich jetzt gerade in der Orientierungsphase befinden und jetzt um eine Ausbildung bemühen. Es gibt ja immer so diese Null-Bock-Stimmung. Ja, was können Sie diesen jungen Leuten mitgeben? Nutzt die Möglichkeiten, die ihr heutzutage habt. Ihr habt ganz viel Medien zur Verfügung, überhaupt erstmal einen Einblick zu gewinnen. Alle Unternehmen bieten oder viele, viele Unternehmen bieten Praktika an. Probiert euch aus, erlebt die Sachen, weil in jedem steckt etwas. Jeder hat seine Stärke und er muss sie nur rausfinden, wo kann er sie tatsächlich dann auch beruflich verwirklichen. Und wer als Azubi schon voll durchstartet, ist Katja. Sie macht eine Berufsausbildung zum medizinischen Fachangestellten. Ihr Tipp für alle Besucher der Ausbildungsbörse? Viel fragen, auf die Leute drauf zugehen. Der eine oder andere hat ja schon Interesse oder weiß ungefähr eine Richtung. Man sollte die Angebote annehmen, die es gibt, auch um sich irgendwo anzumelden, wie bei uns die Jobbörse zum Beispiel. Oder ja, fragen. Den direkten Kontakt zu den Unternehmen suchen ist also der Schlüssel des Ganzen. Ja, die Fürstenwalder Ausbildungsbörse, ein voller Erfolg. Viele Besucher sind angereist, um sich zu informieren und nicht nur, um den Kugelschreiber umsonst mitzunehmen. Moderiert wurde das Rahmenprogramm von den beiden Schülern Sophie und Maximilian. Sie gaben mir Auskunft über die Highlights der 6. Fürstenwalder Ausbildungsbörse. Im Allgemeinen erwartet uns heute natürlich viele interessante Berufe, viele Ausbildungen, duale Studiengänge. Und auf der Bühne sehen wir auch einen Vortrag vom Finanzamt, der nachher da hinten stattfinden wird, in unserem kleinen Café. Man kann natürlich auch viel essen, interessante Gespräche führen mit dem Bürgermeister, informieren und einfach sehen, was man später aus seiner Zukunft machen möchte. Und wie kann man so, euer Tipp, die Ausbildungsbörse am besten für sich nutzen? Einfach viele interessante Gespräche führen. Ich meine, es gibt so viele schöne Ausbildungen hier, die man machen kann. Es sind so viele nette Leute, mit denen man darüber reden kann, wie seine Zukunft gestaltet werden kann. Und einfach hingehen, gucken und reden. Für Mario Noack hat es sich definitiv gelohnt, die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker beim Busverkehr oder Spree zu machen. Er wurde als Azubi des Jahres ausgezeichnet. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung. Deshalb freuen wir uns schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt Ausbildungsbörse in Fürstenwalde. Also wie ihr seht, nicht immer ist der höchste Schulabschluss von Bedeutung, wenn ihr eine gute Ausbildung beginnen wollt, sondern da zählen auch ganz andere Qualitäten. Und damit verabschiede ich mich von euch und der Fürstenwalder Ausbildungsbörse. Bis dann, tschüss, eure Lara.